Herzlich willkommen bei Schultes. In dieser Folge möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Trommel leeren können, falls sie voll Wasser ist. Schauen wir uns das vor dem Gerät an. Schließen Sie den Wasserhahn, schalten Sie den Strom aus. Nun legen Sie ein Handtuch vor das Gerät, ich habe das hier bereits vorbereitet, und öffnen die Serviceklappe. Mit dieser Hand halten Sie die Serviceklappe, dies ist der Auffangbehälter für das Wasser. Mit der anderen Hand öffnen Sie den Filter leicht, bis Wasser rausfließt. Das Wasser lassen Sie in die Auffangklappe reinfließen und wenn genügend drin ist, schließen und in einen Eimer entleeren. Diesen Vorgang wiederholen Sie so oft, bis kein Wasser mehr beim Filter rauskommt. Sobald kein Wasser mehr rauskommt, können Sie diesen entfernen. Kontrollieren Sie ihn und schauen Sie, ob es Fremdkörper hat. Ebenfalls unten in der Öffnung hat es einen Propeller, diesen kontrollieren, ob er frei beweglich ist. Wenn Sie alles kontrolliert haben, können Sie den Filter wieder montieren. Nun ist das Gerät wieder kontrolliert und einsatzbereit. Schalten Sie das Gerät erneut ein und versuchen Sie weiter zu waschen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen oder erneut auftauchen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.